verpackt in Plastikjoghurtbechern. Ich habe meinen eigenen Beutel dabei. Gerne in meiner eigenen Box. Hi. Ja, ich glaube, ihr habt es schon mitbekommen. Ich versuche gerade so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die ersten 4 Videos findet ihr hier verlinkt. Und so richtig hardcore habe ich das mit der Müllvermeidung mal 4 Wochen durchgezogen. Wie das lief, hört ihr im Podcast, der ist hier unterm Video verlinkt. Und ich dachte eigentlich, so kompliziert kann das doch gar nicht sein. Es gibt ganz viele Sachen, über die man sich keine Gedanken macht vorher. Damit ihr mal seht, wie das läuft und wie so ein Tag aussieht, an dem man versucht, so wenig Müll wie möglich zu produzieren, nehme ich euch heute mal mit. Also morgens im Bad putze ich mir natürlich als erstes die Zähne und das mache ich mittlerweile ohne Zahnpasta. Stattdessen habe ich mir im Unverpacktladen so Zahnputztabletten gekauft und dann nimmt man die einfach in den Mund und zerbeißt die und fängt an, sich die Zähne zu putzen. So eine Sache, die ich abgeschafft habe tatsächlich, ist so Gesichtswaschgel. Ich nehme dafür jetzt immer nur so ein Schwämmchen, das wasche ich zwischendurch mal in der Waschmaschine. Jetzt aber zum ersten Kompromiss. Gesichtscreme kaufe ich einfach eine, die im Glastiegel ist. Und ich benutze vielleicht auch ein bisschen weniger als früher. Auch die anderen Kosmetika sind alle verpackt. Da bin ich noch nicht so weit. Eine Sache, die ich mittlerweile selber mache, ist Deo. Und das besteht ganz einfach aus Wasser, Natron und ein bisschen Lavendelöl. Und das habe ich in so einer Sprühflasche. Funktioniert für mich total gut. Das wär's. Nach dem Badezimmer kommt bei mir morgens die Küche, denn ich brauche morgens immer als erstes einen Kaffee. Kauf meinen Kaffee auch immer unverpackt. So, und zum Kaffee esse ich ein Müsli. Klingt vielleicht ein bisschen öko, aber selber Müsli machen ist die einfachste Art, Verpackungsmüll zu sparen. Haferflocken, Mandeln und so ein Kram, den kann ich halt im Unverpacktladen kaufen. Ist aber natürlich ein bisschen Aufwand, ne? Ich muss immer die Zeit einplanen, um das Müsli zu machen. Die habe ich schon ganz natürlich verpackt gekauft. Und die Bananenschale kann ich kompostieren. Muss ich kurz die Hände waschen. Und über das Müsli gieße ich mir Mandelmilch. Die habe ich selber gemacht. Wie genau das geht, erkläre ich euch in den Lifehacks. Die findet ihr da. So, Kaffee ist fertig. Das ist tatsächlich auch die einzige Tasse Kaffee, die ich heute trinken werde. Ich habe mir nämlich generell angewöhnt, einfach ein bisschen weniger von allem zu konsumieren, weil dann einfach auch weniger Verpackungsmüll anfällt. Und fertig ist das Frühstück. Also ich brauche auf jeden Fall eine Zitrone und Tomaten. Die sind aber leider alle verpackt. Aber auf der anderen Seite gibt es unverpackte Tomaten. Und damit ich die jetzt nicht alle so umständlich einzeln wieder rauspriemeln muss, habe ich mir ein Wäschenetz mitgenommen. Da kann man seine BHs drin waschen und man kann aber auch seine Tomaten darin einkaufen. Und Joghurt brauche ich. Man hat meistens die Wahl zwischen Plastikjoghurtbechern und Glas. Und deswegen kaufe ich immer meinen Joghurt im Glas. Pappkarton wird aus Papier gemacht am Ende, ist eine natürliche Ressource. Die Plastikflasche aus Erdöl und deswegen nehme ich das Pulver im Pappkarton. Hallo. Ich habe die anderen Tomaten hier in das Wäschenetz gemacht. Müssen wir die da rausholen zum Wiegen? Oder? Müssen sie nicht, können sie auch drin lassen, wenn sie möchten. Bisschen umständlich. Genau, das kann ich jetzt einfach in meinen Rucksack fassen. Das Waschmittel, was da nicht mehr reinpasst, dafür habe ich dann immer noch einen extra Jutebeutel dabei. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen, mit dem Einkauf im Supermarkt. Am Ende, glaube ich, gibt es einfach auch viele Leute, die wollen gerne ihre Tomaten verpackt, weil wenn die den Kram dann in den Rucksack oder in eine Tasche schmeißen, dann ist es natürlich besser geschützt, wenn es verpackt ist, als wenn man das wie ich in so ein Wäschenetz packt. Hallo. Ich hätte gerne so ein paar Sachen und ich habe meinen eigenen Beutel dabei. Ja, einkaufen ohne Müll ist auf dem Markt natürlich besonders einfach, weil so Sachen wie Obst und Gemüse gar nicht verpackt sind von vornherein. Und auch beim Bäcker liegen die Sachen ohne Verpackung. Und wenn man dann seinen eigenen Jutebeutel mitnimmt, muss auch nicht verpackt werden. Und noch ein Brownie, den esse ich dann direkt. Hier gibt es dann tatsächlich so Sachen wie Mandeln im Spender. So.
Das ist Calendula. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal hatte. Genau, das ist einfach so ein festes Stück Seife, Haarseife. Kann man bezahlen gehen. Ich hatte meine eigenen Gläser und Beutel dabei, weil es hier einfach auch nichts verpackt gibt. Das heißt, ich muss vorausplanen. Ich habe natürlich auch nicht die gleiche Auswahl wie im Supermarkt. Preislich ist es auch ein anderes Niveau als im Discounter, ist klar. Und man muss natürlich erstmal das Glück haben, in der Stadt zu wohnen, wo es überhaupt so einen Laden gibt. Online-Shopping ist auch so eine Sache, die ich früher öfter mal gemacht habe und heute eher versuche zu vermeiden, weil beim Online-Shopping immer Müll anfällt, allein für die Verpackungen, in denen es verschickt wird. Und deswegen überlege ich heute eher, brauche ich wirklich die Sache, die ich da jetzt gerade mir anschaffen will? Und wenn ja, kann ich die nicht auch im Laden um die Ecke kaufen? Ich hätte gerne einen Falafel-Teller zum Mitnehmen. Und ich hätte den aber gerne in meiner eigenen Box. Geht das? Nee, also ich könnte es auch auf zwei Dosen verteilen, wenn ihr wollt. Weil ich versuche, keinen Müll zu produzieren. Und deswegen, ich versuche hier gerade einen Falafelteller zum Mitnehmen zu kaufen. Und habe ihnen gesagt, sie sollen das bitte in meine eigenen Dosen tun. Das fanden sie, glaube ich, erstmal ein bisschen komisch. Aber es geht doch. Also, glaube ich, ein bisschen umständlicher. Aber ja, super. Danke. Ich hätte gern eine Kugel im Hörnchen und zwar Amarena, bitte. So eine Eiswaffel ist eigentlich die perfekte Zero-Waste-Verpackung, weil ich sie einfach mitessen kann. Ich habe heute wieder gemerkt, bei einem Tag Zero-Waste, ich muss viel vorausplanen, meinen Kram mitnehmen, wo ich die Sachen reinverpacken kann. Und ich muss viel kommunizieren. Oft muss ich den Leuten erklären, was ich will und warum. Aber wenn ich das mache, dann finde ich das oft auch ganz gut. Habe ich jetzt auch nicht jeden Tag Bock drauf. Und vielleicht gehe ich auch mal einen Tag einfach in den Supermarkt ganz normal verpackt einkaufen. Aber wenn ich das jeden zweiten Tag mache, ist das ja auch schon eine Riesenveränderung. Vielleicht wollt ihr mal ausprobieren, wie es ist, wenn man versucht, unverpackt einzukaufen. Und dann könnt ihr mir schreiben, wie das so läuft und wo ihr Probleme habt. Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.